Marie, wir müssen es wirklich so festhalten und auch so deutlich benennen. Die politische Stimmung in Deutschland, sie ist zum Jahreswechsel aufgeheizt wie lange nicht mehr. So nimmt die politische Auseinandersetzung immer drastischere Züge an. Anders können die Vorkommnisse in Schleswig-Holstein um den grünen Vizekanzler Robert Habeck auch nicht bezeichnet werden. Ja, eine aufgebrachte Menge. Man könnte da auch eigentlich wirklich schon von einem Mob sprechen. Also 100 Bauern, die hinderten den Wirtschaftsminister am Verlassen einer Fähre, die ihn gerade aus dem Urlaub von einer Nordseeinsel zurückbrachte. Die Polizei, die musste dann Pfefferspray einsetzen, teilweise auch leichte Formen von Gewalt, um diese Landwirte irgendwie zurückzudrängen. Obwohl die Bundesregierung die Streichung der Agrarsubventionen zuvor teilweise sogar zurückgenommen hat, wollen die Bauern weiter protestieren und in der nächsten Woche dann das komplette Land lahmlegen. Mehr von Matthias Heinrich. Robert Habeck kommt von einem Urlaub auf einer Hallig vor Schleswig-Holstein zurück. 100 Bauern blockieren den Landungssteg. Ein Gesprächsangebot Habecks scheitert. 30 Bauern versuchen, die Fähre zu stürmen. Die Polizei setzt zeitweise Pfefferspray ein. In Berlin verkündet derweil der Landwirtschaftsminister die Rücknahme von Streichungen bei den Bauern mit einem Seitenhieb Richtung Bauernproteste. Zur Wahrheit, das will ich ausdrücklich sagen, gehört aber auch, dass es im Rahmen der Proteste auch Aktionen gab, die deutlich über das Ziel hinausgeschossen sind und die in der demokratischen Auseinandersetzung nichts verloren haben. Das hat dem Anliegen geschadet, hat die Kompromisssuche sogar eher erschwert, das will ich ausdrücklich sagen. Der Kompromiss, die Kfz-Steuerbefreiung bleibt erhalten, die Subventionen für Agrardiesel werden stufenweise bis 2026 auf Null gehen. Im Gegensatz zu Nachbarstaaten, hier fließen Agrarsubventionen weiter. Dem Bauernpräsidenten reicht das Einlenken der Regierung deshalb nicht. Es geht um die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit unserer Landwirtschaft. Es geht darum, die Versorgung mit heimischen Lebensmitteln auch weiterhin abzusichern. Deshalb müssen beide Steuererhöhungsvorschläge gänzlich vom Tisch. Robert Habeck konnte nicht an Land, die Fähre musste wieder ablegen. Der Vorfall erinnert stark an die Corona-Proteste der Querdenker. Damals zogen Protestierer vor die Wohnung der SPD-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und das Haus von Sachsens CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer. Bei einem offiziellen Hochwassertermin bekam Bundeskanzler Scholz den Unmut im Lande zu spüren. Die Beliebtheitswerte der Ampel gleichen mittlerweile denen der Schröder-Regierung Anfang der 2000er nach den Hartz-IV-Reformen. Ab Montag wird diese miese Zustimmung auch wieder auf den Straßen zu sehen sein. Die Bauern wollen bundesweit in den Städten mit ihren Traktoren protestieren. Und damit zu unserer politischen Korrespondentin Isabel Finzel. Isabel, einen schönen guten Morgen. Nun hat ja Regierungssprecher Steffen Hebestreit diesen Vorfall als beschämend verzeichnet. Es gibt viele weitere Reaktionen, die gehen wahrscheinlich alle in eine ähnliche Richtung, oder? Ja, wir hören tatsächlich auch schon sehr, sehr viele Stimmen aus dem politischen Berlin, die sich jetzt zu dem äußern, was da eben gestern passiert ist. Und das sind nicht nur Stimmen aus der Ampelkoalition, sondern auch aus der CDU, auch aus der Opposition. Und die allermeisten sind sich da einig. Da wurde gestern eben eine Grenze überschritten. Du hast schon Steffen Hebestreit, den Regierungssprecher, angekündigt, der von einer Verrohung der politischen Sitten spricht. Aber auch die Außenministerin Annalena Baerbock hat sich beispielsweise geäußert und sagt, wo Argumente durch Gewalt ersetzt werden, ist eine demokratische Grenze überschritten. Und der Landwirtschaftsminister Cem Özdemir, wir haben ihn gerade auch im Beitrag gehört, der wendet sich sowohl an Klimakleber als auch an die Bauern und sagt, Gewalt und Nötigung seien verachtenswert und schaden dem Anliegen. Also viele Reaktionen, wie gesagt, eben auch aus der CDU und viele, die sich da entsprechend auch einig sind. Und was wir auch viel lesen, ist, dass der Bauernverband, dass der das Ganze jetzt auch verurteilen müsste und sich davon distanzieren müsste. Aber die entscheidende Frage, die bleibt natürlich weiterhin, wie konnte es so weit kommen? Wie konnte es zu dieser Eskalation kommen? Denn klar ist, das markiert sicherlich den bisherigen Höhepunkt dieser Bauernproteste. Isabel, aber wir sehen es ja bereits seit Tagen, wenn nicht sogar seit Wochen und Monaten, dass die politische Lage in Deutschland sich immer weiter aufheizt. Wie kann man das denn tatsächlich erklären?
Ja, und man hat, Carsten, fast den Eindruck, als wären die Bauern jetzt noch wütender, nachdem die Ampelregierung ihnen ja eigentlich gestern, wenn man so will, ein Stück weit entgegengekommen ist und ein paar oder teilweise ihrer Pläne ja zurückgenommen hat. Angefangen hat ja letzten Endes alles mit diesem Haushaltschaos, das nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, und die Ampel musste eben aus Sparzwang heraus oder hat aus Sparzwang heraus entschieden, bei den Bauern zu kürzen, bei den Subventionen. Also da sollte die Kfz-Steuerbefreiung gestrichen werden und eben die Steuererleichterung beim Agrardiesel, und zwar nicht schrittweise, sondern eben hoppladihopp von heute auf morgen, was die Bauern eben sehr entzürnt hat und sehr wütend gemacht hat, weil klar ist, für sie hat das eben auch bedeutet, dass sie keinerlei Planbarkeit haben. Und das hat jetzt die Ampel eben teilweise zurückgenommen. Man hat jetzt beim Agrardiesel gesagt, das passiert jetzt nicht mehr von heute auf morgen, sondern schrittweise eben in den nächsten Jahren. Aber das eben reicht den Bauern nicht. Da sagt man wirklich, dass da manche Betriebe, die würden da auch vor dem Ausstehen, und man ist eben wütend darüber und meint, man müsste das jetzt eben ausbaden, was die Ampel letzten Endes verzapft hat. Ja, die eigentliche Aktionswoche der Bauern, die findet ja auch erst nächste Woche statt. Da hat der Bauernverband angekündigt, Deutschland lahmlegen zu wollen. Er erwartet zehntausende Traktoren in ganz Deutschland, die da eben Kundgebungen, Proteste stattfinden lassen. Und die Polizei, die geht in mehreren Städten auch davon aus, dass es zu Behinderungen kommen wird. In den ersten Bundesländern heißt es auch schon, die Schüler können, wenn sie nicht zur Schule kommen, aufgrund dieser Proteste auch zu Hause bleiben. Also die eigentliche Aktionswoche dann erst kommende Woche. Insofern sehr interessant, wie der Bauernverband jetzt dann auch reagieren wird auf diesen Vorfall in Schleswig-Holstein. Isabel, vielen Dank auch für all die Reaktionen aus dem politischen Berlin. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.